Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind wieder mal unterwegs auf der Neumini-Brunn, denn hier gibt es noch jede Menge zu tun. Der Waldreis unterwegs und der seht ihr auf diesem Feld Zuckerrüben aus. Das seht ihr rechts unten. Ich habe mir gedacht, das ist einfach das beste Feld. Denn wir haben auf beiden Seiten dann viel, viel Platz, zum Beispiel dann für den Vollroder, für den Selbstfahrer, damit er dann hier eben auf diesem Feld die Zuckerrüben erntet. Das werden wir natürlich dann uns mieten. Das ist der Plan für die Zukunft, damit wir auf jeden Fall für unsere Zuckerrübenfabrik oder für unsere Zuckerfabrik genügend Material auch auf Ende des Jahres haben. So, der Kollege arbeitet hier, jetzt schauen wir mal. Ich habe doch irgendwo noch den Kollegen, den Fan728 auch schon mal bereitgestellt, weil er soll hier auf diesem Feld, wo wir ja schon mal Ackergras hatten, da soll er ebenfalls wieder Ackergras ansehen. Und da ist ja der Plan, dass wir dann mit dem neuen Jaguar dann hier das Ackergras häckseln werden. Und ich habe mir gedacht, gleich am besten hier auf diesem Feld, denn dann sind wir relativ nah eben am Silo, um das Material dann wegzubekommen. So, aber apropos Material, jetzt muss ich gerade mal schauen, weil wir müssen hier an den Hof, denn wir haben ein grande Problema, und zwar in der Form, dass wir jede Menge Gülle haben. Okay, und da müssen wir was damit oder dagegen tun, denn schaut mal hier rein, 267.000 Liter Gülle und der Kuhstall. So, schauen wir mal hier hoch. Der Kuhstall oben am Berg, der hat alleine, ach, hier sieht man es gar nicht, der hat über 60.000 und wir müssen gucken, wie wir das Material wegbekommen. Die Schweinchen sowieso 114.000 und dann haben wir hier natürlich unsere Kühe noch direkt hier am Hof auf 84.000 Liter Gülle. Wir könnten das Ganze natürlich in die BGA kippen und da hätten wir auch jede Menge Luft, aber das Problem ist ja wirklich, ihr seht es, dass jetzt auch schon jede Menge Gülle drin ist, die ja aus irgendeinem Grund automatisch vom Schwein einen Stall anscheinend rüber bekommt und die kriegen wir natürlich nicht verarbeitet. Natürlich wäre die Gülle, die hier verarbeitet wird und zu Gärresten wird, die können wir hier direkt dann verkaufen, hätten wir weniger Probleme. Aber wir kriegen natürlich jetzt nicht die Gülle vom Berg da mit zur BGA und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir uns heute eine kleine Zugmaschine mieten? Einen Volvo und dann ein Fass und dann werden wir hier diese Gülle erstmal wegbringen und ich denke verkaufen, sodass wir hoffentlich hier auf 1-1 herauskommen. Denn wenn wir schauen, kriegen wir hier für unsere Gülle um die 35 Euro und die Preise, die spielen ja keine allzu große Rolle. Im Moment sind sie sogar relativ gut. Ja, aber das heißt also, ich denke für eine Fuhre knapp 10.000 müssten es doch sein, oder? Oder betrifft der Preis immer 1000 Liter? Ach du Schande, nee, ich glaube, dieser Preis betrifft oder bezieht sich immer auf 1000 Liter. Naja, okay, sei es drum, wir müssen das Ganze zur Biogasanlage bringen. Deswegen seht ihr da hinten auch schon die Markierung und insofern passt das. Jupp, dann werden wir das tun. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz rein. Hier müssen wir auf jeden Fall noch kalken, aber da warte ich noch. Die zwei anderen Kollegen, aber ich muss den aus dem Weg machen. Ich muss den aus dem Weg bringen, weil sonst hat der Waltra ein Problem, der Helfer. Sonst hat der Waltra ein Problem. So, also auf jeden Fall kann der hier in aller Ruhe fahren und seine Arbeit machen. Hier oben haben wir übrigens auch Ackergras schon angesät. Und die Felder hier, da denke ich, da machen wir dann Soja drauf. Und dann werden wir auch weitersehen. So, also er macht seinen Job. Ich denke, er hier macht auch seinen Job. Wunderbärchenklärchen. Also um die müssen wir uns nicht kümmern. Dann gehen wir doch hier einfach mal. So, hier steht er. Der Volvo FH16 mit 550 PS, der ist übrigens aus dem, lass mich überlegen, Platinum-Paket. Habe ich bis jetzt auch noch nie benutzt. Und dann haben wir hier von Garant ein Güllefass, Dreiachser, 30.000 Liter passen da rein. Und ich denke, ja gut, ich hätte jetzt zum Beispiel auch mit so einem Dolly arbeiten können und wir hätten mit dem Xerion das Ganze machen können. Aber ihr wisst ja, das ist dann wieder eine Drehschemel-Geschichte. Und ich glaube, hiermit kommen wir wesentlich besser zurecht. Wir starten den Motor und dann haben wir mal auch hier ein Volvo hier auf der Map. Auch nicht schlecht. Schönes Interieur. Interessant. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Und dann fahren wir mal hoch
zu unserer Alpen, zu unserem Alpenkuhstall bzw. Bergkuhstall. So, das Ganze ist angehängt. Oh ja, da hinten geht schon die Rodunkenleuchte an. Jo, dann schauen wir mal. Verkehr ist an. Und dann geht's los. Die Helfer haben zu tun. Das ist schön. Wenn alle beschäftigt sind. 550 PS. Wir fahren leer auf den Berg. Dann sollte das Ganze doch hoffentlich klappen. Dann sollte das Ganze doch hoffentlich klappen, dass wir das Material auch aufnehmen. Wir fahren natürlich Straße, ist logisch. So, okay. Ja, das ist alles gar nicht so einfach, ne? Also Zug hat er jede Menge. Leer, gar kein Problem. 550 PS. Ist ja jetzt kein Allrad, wenn ich richtig weiß. Aber wenn ich noch überlege, wie wir hier als mit dem Traktor hier hochgefahren sind und tucker, tucker, tucker. Also wie gesagt, das Gespann ist jetzt erstmal nur gemietet. Hat mich knappe 10 gekostet. Ja, also ich glaube 4,5 für den Anhänger, knapp 5 für die Zugmaschine. Und das Thema Gülle wird uns ja mit Sicherheit noch länger verfolgen. Da bin ich mir fest davon überzeugt, je mehr Tiere wir natürlich im Stall haben. Und da müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Aber 220.000 ist natürlich schon heftig und wir kriegen das nicht aufs Feld. Wie gesagt, die Gärreste als solches können wir natürlich verkaufen. Beziehungsweise direkt über die BGA abstoßen, ohne dass wir damit große logistische Themen oder Probleme haben. So, jetzt müssen wir hier links rein. Jetzt wird es natürlich ein bisschen enger hier. Aber er hat richtig gut Zug hier am Berg, gar keine Frage. Okay, wir müssen auf jeden Fall da, glaube ich, rückwärts rein. Das hilft nichts, aber wir können im Prinzip hier, glaube ich, wenden. Ja, da haben wir ja zum Glück genügend Platz. Ja, da steht der Steier auch ein bisschen blöd im Weg rum. Das ist, wenn man seine Geräte einfach nicht aufräumt. So, dann schauen wir mal, weil wir brauchen auf jeden Fall wieder mal unsere Anzeige. Befüllung starten, das klappt schon. Sehr schön, sehr, sehr gut. Dann machen wir mal den Steier hier aus dem Weg. Ah, und der Ballen für die Tierchen ist auch schon wieder weg. Also die Schafe, da müssen wir auch mal gucken, dass wir natürlich genügend Grasballen, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wir haben zurzeit nämlich keine Grasballen mehr. Ich habe die letzten Grasballen da drin verfüttert. So, jetzt schauen wir mal. Also, Gülle, 38.000 sind noch drin. Ich vermute fast, dass der schon voll ist, der Hänger. Der Hänger ist voll, also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Fahrt. So, jetzt geht es schon deutlich schwerer. Es gibt, glaube ich, auch einen Auflieger, auch einen Dreiachser, der 50.000 Liter sogar fasst. Da habe ich einen Mod hier drauf, aber der wäre ja nochmal ein Stückchen länger. Und ich habe mir gedacht, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu schwierig hier. Und mit den normalen Fässern, das ist einfach zu wenig. Wir haben ja noch ein Fass auf dem Hof. Aber da haben wir nur 21.000 Liter drin und das ist natürlich wieder, wie gesagt, mit Drehschemel. Jetzt wäre das da oben an dem Hof eigentlich machbar, weil wir da sowieso um den Kuhstall herumfahren müssen. Sodele. Ja, wusste ich doch, dass da was kommt. Okay. Und dann fahren wir mal zur BGA und schauen mal, wo wir das gute Material abkippen können. 30.000 Liter
Gülle. Oh ja, jetzt sind wir flott unterwegs. Hier geht es jetzt einen Berg hoch. Oh ja, jetzt merken wir natürlich das Gewicht. 10. Gang, 9. Gang. Ich glaube, den kann man sogar noch pimpen bis 750 PS. Aber ich glaube, wir kommen hier ganz gut zurecht, trotz der Steigungen. Das klappt soweit. So, wo geht's hier rein? Hier geht's rein, gell? Okay, wo müssen wir das Ganze abladen? Ja, weil hier die BGA ist natürlich auch so ein Thema, ne? Da muss man auch ein bisschen rangieren. Also mit dem Drehschemel wäre ich hier, glaube ich, aufgeschmissen. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen das direkt hier abkippen, oder? Ich glaube, wir... Ach, jetzt schon? Oh, toll. Okay, sehr schön. Ja, das ist natürlich nicht verkehrt. So, was kriegen wir jetzt? Ja, ja, wir haben ja noch den Vorteil, dass wir noch ein bisschen Umweltbonus, glaube ich, bekommen. Und insofern passt das dann. Okay. So, was spricht der? 1000 plus dem Umweltbonus, also das heißt, pro Fuhre kriegen wir eben knappe, ja, ich habe mich natürlich da verrechnet, ich habe jetzt gedacht für den Liter, das wäre natürlich bestens, aber ist klar, 30 für 1000, dann sind es eben 300, 1000, genau, alles klar. Naja, gut, also reich werden wir damit nicht und wenn wir natürlich das Maschinchen kaufen und die Zugmaschine sind es 200.000, dann müssten wir uns schon Gedanken machen, wie wir das dann eben entsprechend umsetzen, aber... Wir gucken mal, was die anderen hier machen. Also wie gesagt, der ist der Gewehr bei Fuß. Der da unten ist, glaube ich, gerade fertig. Und da helfe ich nochmal ganz kurz. So, Dele. Weil sonst sieht er hier auf dem ganzen Grasstreifen aus. Ja, das war sowieso nur ein paar Millimeter noch. Aber dann haben wir die Sache sauber. Dann können wir den Kollegen hier auch aufräumen. Dann haben wir auch die Zuckerrüben draußen. Das gefällt mir. Vor uns werden wir dann Mais wieder ansäen. Und zwar als Futtermais. Und denn die Schweinchen fressen ja ganz schön viel. Und dann haben wir ja oben unser großes neues Grasfeld. Da wollen wir ja dann häckseln. So, komm, einpacken. Sehr schön. Wir schauen mal ganz kurz auf die Werte. Wie sieht's aus? 98, 99. Okay, das passt soweit. Ja, wie immer müsste gewalzt werden, aber das überlegen wir uns noch, ob wir das tun. Also wegen 1%, denke ich, werden wir jetzt hier nicht groß walzen. Wir sind jetzt erstmal durch, denn Mais geht erst im nächsten Monat. Und dann haben wir da wieder eine ganz, ganz große Aktion. Zwei Felder mit Mais. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch Soja ausbringen. Und ich denke, der Fendt wird auch schon fertig sein. Genau, dann haben wir auch, wie gesagt, in unserem kleinen Weizen-Bermuda-Dreieck, da haben wir also jetzt Hafer, Gerste und Weizen angesät. Das heißt, da werden wir dann auch jede Menge Stroh machen können wieder. Dann haben wir hier Ackergras. Ich denke, er ist fertig. Dann haben wir hier schon Raps angesät. Wir haben Sonnenblumen angesät, die Zuckerrüben. Und dann werden wir also noch Soja ansehen und Mais. Und dann denke ich, haben wir so im Großen und Ganzen alles, was wir brauchen. So, den Kollegen stellen wir jetzt erstmal hier her. Den parken wir erstmal hier. Weil der muss definitiv... Augenblick. So, ach, Timing, Timing par excellence. Das hat ja wieder supi geklappt mit der Horsch. Genau, bingo. Sehr schön. Ach so, stopp, auch hier nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen.
Ja, 97%, das sieht gut aus. Wir schauen auch mal ganz kurz in Precision rein. Die Felder 98 hier, 92 hier. Okay, da ist die Bodenbearbeitung. Okay. Ja, das hier, das weiß ich halt jetzt nicht. Das ist jetzt hier unser Feld, was wir komplett eigentlich bebaut haben. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das hier entwickelt und wie weit es uns hier in die Suppe spuckt, was die Bodenbewertung angeht. So, das passt hier alles soweit. Da werden wir ansehen. Da haben wir die Zuckerrüben drauf. Da kommt Mais drauf. Höchstwahrscheinlich machen wir eben da und da Soja drauf. Die drei Felder sind hier auch angesät. Das haben wir ja gekauft. Sudele. Und hier haben wir noch Saat, beziehungsweise Saatbett. Da können wir drauf packen. Und hier machen wir auf jeden Fall auch Mais. Und da bin ich fast im Überlegen. Vielleicht machen wir da im nächsten Monat... Vielleicht machen wir es auch umgekehrt, wenn wir hier Sonnenblumen noch drauf machen, dann können wir hier mit dem Maisgebiss herfahren und tun dann wieder hier häckseln. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Wir werden uns die Sache nochmal anschauen und überlegen. Auf jeden Fall sieht es gut aus. 10% Umweltbewertung, hervorragend. Wir springen in den Fendt und werden den auch erstmal zur Seite stellen. Und dann gibt es nochmal eine Fuhre Gülle. So, und dann sind auch die Tiere zu versorgen und dann schaue ich, dass wir in den nächsten Monat kommen für die nächste Folge, dass wir dann eben, so, wo ist er denn? Da ist er, damit wir dann in der nächsten Folge anfangen können, mit dem Jaguar zu arbeiten, denn da möchte ich ja ein Grasfeld häckseln. Und zwar mit der kleinen, ja, ich will was ausprobieren, ob wir dann mit dem... Mod von der Oma Tanner mit dem sehr großen Fassungsvermögen Anhänger. Ob wir da dann eben den hinten dranhängen, aber eben parallel dann doch abfahren. Mit einem Abfahrer arbeiten. Da würde ich mal ein kleines Glasgespann machen und einen schönen Glasanhänger noch dazu holen mit dem Xerion. Und ich glaube, da gibt es einen Hänger mit 47.000 Liter Fassungsvermögen. Und mit dem würden wir dann das Ganze hier machen. Hier links ist das Grasfeld, das große. Und dann würden wir das nämlich häckseln und auch wieder in den Fermentersilo werfen. Und die Idee ist eben, dass ich, wenn ich mit dem Xerion komme, natürlich überlade in den Xerion. Und dann, wenn ich das Ganze abfahre, der... Jaguar mit dem anderen Anhänger hinten dran im Gespann weiterarbeiten kann. Denn da haben wir ja 250.000 Liter Fassungsvermögen. Also der zieht hier echt gut hoch. Also der Volvo ist hier schon stark. Feine, feine Sache. Sehr gut. So, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir fahren hier links rein, damit wir dann rückwärts reinstechen können. Also wie gesagt, mit dem Volvo hier können wir definitiv nicht... um den Schweinestall herumfahren. Das wird nicht funktionieren. So. Und die Befüllung kann gestartet werden. Sehr schön. Und dann haben wir hier nur noch, ja, 6.000 Liter, glaube ich, drin. Und was haben wir? Mist. Ach du Schande. 21.000, okay, also auch das müssen, darum müssen wir uns vermutlich auch bald kümmern. Wie sieht es denn aus? Da ist die Miste drin. Eieieiei. Naja, auf jeden Fall ist es auch wieder ein Hänger voll. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, also das mit dem Volvo und mit dem Trailer hier hinten dran, das gefällt mir ganz gut. Ja, da müssten wir dann schauen, ob wir dann eventuell auch das Thema IT-Runner vielleicht dann anders gestalten, dass wir dann nicht mehr mit diesem Plattformsystem arbeiten, mit diesem modularen, sondern eventuell dann hier für den Volvo dann den, was ist es, Krampe? Ich weiß es gar nicht. Augenblick. Mann, bevor ich wieder was Falsches sage. Nicht Krampe, oder? Wo haben wir denn den Hänger? So, das ist übrigens hier der von Lizard, der Tankwagen. 50.000 Liter, aber das Teil ist dann natürlich schon extrem lang. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich glaube, der ist unten bei Sonstiges. Kann das sein? Diverses. Krone, nicht Krampe. Krone mit dem Profiliner, dass wir dann hier mitarbeiten und dann eben entsprechend die Materialien wegbringen, logistisch. Müssen wir mal schauen.
So, jetzt habe ich auch noch jede Menge Gülle unten am Hof. Das, denke ich, werde ich auch wegbringen, damit wir einfach hier safe sind. Und auch der Schweinestall muss mit Sicherheit auch mal entlastet werden. Denn vorher waren es immer so um die 20.000, die in der BGA drin waren. Jetzt haben wir 60.000, also da geht mehr Gülle rüber, als das abgearbeitet werden kann. Nicht, dass das jetzt ein wirkliches Problem wäre, denn auf der BGA, das sieht man ja, da ist für Gülle jede Menge Platz. Aber dennoch, denke ich, macht es Sinn, dass, wenn wir das Gerät hier schon gemietet haben, dass wir dann eben noch zwei, drei Fuhren machen. So, jetzt muss er dann doch hier ein bisschen kämpfen. Es ging vorhin ein bisschen flotter hier hoch. Hatte ich da mehr Schwung? So, jetzt müssen wir den Gegenverkehr noch abwarten. Und dann mit Schwung hier rein. Ich meine, wenn wir vorwärts reinfahren, können wir eigentlich auch rückwärts rausstoßen. Das müsste ja gehen, haben wir ja genügend Platz. So, wunderbar. Dann wird das Ganze auch verkauft. Ja, und dann soll es das auch wieder gewesen sein für diese Folge. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sind auf Neumini-Brunnen gut beschäftigt, haben gut zu tun, müssen uns jetzt mal ein bisschen, ja, um das Abfallprodukt, die Abfallprodukte von unserer Viehhaltung kümmern, Gülle und Mist. Aber das sollte uns ja gelingen. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn wir mit dem Jaguar unterwegs sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.